Nach 100 Jahren Weimarer Reichsverfassung, die wir in diesen Tagen feiern, feiern wir auch 70 Jahre Grundgesetz. Dieses Grundgesetz, einmal als Provisorium gedacht, hat wirklich eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. Es hat allen Angriffen getrotzt und hat erwiesen, dass die Väter und Mütter dieses Grundgesetzes mit ihren ganz wesentlichen Grundrechtsartikeln am Beginn dieser Verfassung nicht nur ein Jahrhundertwerk geschaffen haben, sondern ausgehend von der Würde des Menschen uns Deutschen eine Verfassung gegeben haben, die nicht nur seit dieser Zeit ihre Belastbarkeit und ihren unerschütterlichen Willen gezeigt hat, dieses Gemeinwesen zu ordnen. Dafür gilt es in diesen Tagen am 23. Mai bei 70 Jahren Jubiläum zum deutschen Grundgesetz einmal Danke zu sagen für eine Verfassung, die auf der Welt ihresgleichen sucht.